mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst. Diese eindringlichen Worte hörte ich vor einigen Jahren, als es mit der vermeintlichen Selbstliebe bei mir noch nicht so weit war. Heute sieht es die meiste Zeit über zum Glück anders aus. Und dennoch habe ich Phasen, da überschreite ich kontinuierlich meine Grenzen für andere Menschen. Und das fällt mir dann erst auf, wenn ich viel zu erschöpft im Bett liege. Ehrlich, ich habe aufgegeben mitzuzählen, wie oft mein Körper mich mit Kopfschmerzen zur Ruhe gezwungen hat. Ganz nach dem Motto, wenn du nicht von selbst drauf kommst, dass das gerade alles viel zu viel ist, helfe ich dir halt dabei. Auch wenn es dann schmerzhaft ist. Aber mir persönlich fällt es einfach schwer, ein gesundes Mittelmaß zwischen dem Unterstützen meiner Mitmenschen und dem Einhalten meiner eigenen Belastungsgrenzen zu finden. Bei mir heißt es viel zu oft ganz oder gar nicht. Und ich scheine damit nicht allein auf dieser Welt zu sein. Denn wenn ich bei YouTube das Wort Achtsamkeit eingebe, werden mir zuhauf Meditationen und Dokus angezeigt. Die Besinnung auf sich selbst im Einklang mit seiner direkten Umgebung, wenn gerade mal alles wieder viel zu viel ist, scheint momentan ganz groß zu sein. Leider bin ich nicht der Typ für Meditation. Dafür bin ich viel zu ungeduldig. Manch einer würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass genau da das Problem liegt und diese Ungeduld mit etwas Übung weggehen würde. Aber ehrlich gesagt will ich das nicht ausprobieren. Dafür bin ich viel zu ungeduldig. Doch was bleibt mir dann? Ich bin gerade dabei, herauszufinden, wie ich zwar nach mir selbst schaue und mir genügend Pausen einräume, mich dabei jedoch nicht vollkommen von der Außenwelt abkapsele. Denn so kommt, zumindest bei mir, sofort die Einsamkeit. Deshalb versuche ich immer mehr, meinen FreundInnen gegenüber ehrlich mit meinen Gefühlen zu sein und sie um Hilfe zu bitten, wenn ich mit meinem eigenen Latein am Ende bin. Und vielleicht mag es sich ja komisch anhören, aber in dieser Ehrlichkeit steckt für mich eine große Portion Achtsamkeit. Die Besinnung auf eine Freundschaft mit einer aufrichtigen Kommunikation kann manchmal ebenso erdend sein wie ein Spaziergang im Wald oder Meditieren. Weil wir ja eben nicht nur ehrlich zu unserem Gegenüber sind, sondern auch zu uns selbst. Die eigenen Gedanken in Worte zu fassen, ohne Angst zu haben, für sie verurteilt zu werden, ist für mich häufig die halbe Miete, damit es mir wieder besser geht. Und durch so ein Gespräch kann ein Liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst wieder ein Liebe deinen Nächsten wie dich selbst werden. Es mag oft schwer sein, sich in Krisensituationen anderen anzuvertrauen. Gerade wenn man, wie ich, sich in der Vergangenheit viel zu oft gesagt hat, ich schaffe das schon alleine oder es brennt ja noch nicht richtig, damit will ich die anderen nicht nerven oder in 3 Wochen bin ich sowieso wieder die Alte, ich brauche nur mal ein bisschen Pause. Aber es ist eben nicht unmöglich, es zu tun. Manchmal ist es besser, gemeinsam ein Problem zu lösen, als sich allein damit rumzuschlagen. Auch wenn es auf den ersten Blick noch so unscheinbar ist. Aber wir müssen nicht auf uns allein gestellt sein. Wir dürfen auf die Kraft einer aufrichtigen Freundschaft vertrauen. Und zwar eben nicht erst, wenn wir kurz davor sind, zusammenzubrechen. Oder es ein Problem ist, das man nicht ignorieren kann. Sondern eben auch mit den Momenten, wo wir sagen, hey, gerade ist alles viel. Gerade muss ich eigentlich echt nach mir selbst schauen. Aber ich rede mit dir darüber, weil es tut echt gut.